Zusammen durchstarten. Unter diesem Motto hat die Bundesregierung in der Corona-Krise ein beispielloses Konjunkturprogramm auf die Beine gestellt. Dabei wurden über 130 Milliarden Euro in die Hand genommen, um unsere Wirtschaft anzukurbeln. Da stellt sich doch die Frage, was steckt überhaupt hinter dem Begriff Konjunktur und warum ist diese für den Staat, aber auch für deine Geldanlage so unheimlich wichtig? All diese Fragen klären wir in diesem Video. Herzlich willkommen zu unserer Fit for Trading Challenge. Hier lernst du die Grundlagen unserer Wirtschaft und der erfolgreichen Geldanlage kennen, damit du in Zukunft mit deinen Investments so richtig durchstarten kannst. Wenn du also in Zukunft keine wichtigen Tipps und Tricks rund um das Thema Geldanlage verpassen möchtest, dann ganz wichtig, bevor es losgeht, unten einmal den Kanal abonnieren, die Glocke an und schon verpasst du keines unserer Videos. Die Konjunktur ist für den Staat, aber auch für deine Geldanlage so unheimlich wichtig, denn sie beschreibt die gesamtwirtschaftliche Lage eines Landes und deren Entwicklung. Denn hier in einem Land wie Deutschland gibt es natürlich ganz, ganz viele Unternehmen, die Produkte und Dienstleistungen anbieten. Gleichzeitig gibt es aber auch andere Unternehmen, Privatpersonen oder den Staat, die genau diese Produkte und Dienstleistungen kaufen möchten. Diese Nachfrage kann mal größer, aber natürlich auch kleiner ausfallen. Mögliche Ursachen dafür sind ein unterschiedliches Zinsniveau und die Inflation. Hinterfrage dich einfach mal selbst, in welcher Welt würdest du eher anfangen, dein Geld zu sparen? In einer Welt, wo du 10% Zinsen bei der Bank bekommst und die Preise stabil sind? Oder in einer Welt, bei der du nichts bei der Bank an Zinsen erhältst und die Produkte morgen gefühlt das Doppelte kosten können? Und in welcher Welt würdest du wohl eher dein Geld zeitnah ausgeben? Bei einer hohen Nachfrage geht es natürlich den Unternehmen und damit auch unserer Wirtschaft sehr gut. Ist die Nachfrage eher gering, dann sieht es eher etwas mager aus. Diese Schwankungen in der wirtschaftlichen Entwicklung werden auch als Konjunkturschwankungen bezeichnet. Als Messgröße bzw. Indikator wird für die Konjunktur bzw. die Wirtschaftslage gerne das Bruttoinlandsprodukt oder kurz das BIP herangezogen. Dieses umfasst den Wert aller in einem Land produzierten Waren und Dienstleistungen, also die gesamte Wertschöpfung innerhalb eines Landes in einem gewissen Zeitraum. Jetzt haben wir ja bereits gelernt, dass es der Wirtschaft nicht immer gleich gut geht. Das heißt, die Wirtschaftslage unterliegt gewissen Schwankungen. Diese Schwankungen folgen dabei einem wiederkehrenden Muster, das man als Konjunkturzyklus bezeichnet. Das sieht ein klein bisschen aus wie der Sinus oder der Cosinus, wenn du den noch aus dem Matheunterricht kennst. Dieser Konjunkturzyklus kann dabei in vier verschiedene Phasen unterteilt werden. Die erste Phase, das ist die Expansion. Das ist eine Phase des wirtschaftlichen Aufschwungs und endet tatsächlich in Phase Nummer 2, das ist dann nämlich der Boom. Hier haben wir den Höhepunkt unserer wirtschaftlichen Entwicklung erreicht. Geht es danach wieder wirtschaftlich etwas bergab, dann sind wir in der dritten Phase, nämlich der Rezession oder dem Abschwung. Und liegt die Wirtschaft mal wirklich am Boden, dann ist das die vierte Phase, das ist die Depression und wir sind am Tiefpunkt angekommen. Da stellt sich doch die Frage, wie kommt es eigentlich zu diesen vier Phasen? Zu einem Aufschwung kommt es, wenn die Unternehmen mehr Aufträge erhalten und dementsprechend mehr produzieren müssen. Um diese Mengen überhaupt leisten zu können, müssen sie neue Maschinen anschaffen und auch mehr Menschen beschäftigen. Das heißt, die Arbeitslosigkeit sinkt. Wenn weniger Menschen arbeitslos sind, haben sie mehr Geld zur Verfügung, um zu konsumieren, also mehr Produkte nachzufragen. Dementsprechend wird auch nach und nach das BIP steigen, die Effekte verstärken sich von selbst und der Aufschwung trägt sich von ganz alleine. Auf den Aufschwung folgt dann irgendwann der Boom. Das heißt, die Produktionskapazitäten der Unternehmen sind voll ausgelastet. Mehr geht einfach im Endeffekt nicht mehr. Fast alle Menschen sind in Arbeit, die Arbeitslosigkeit ist wahnsinnig gering und die Unternehmen verdienen super gut, die Umsätze steigen und die Gewinne sind bombastisch. Ab einem gewissen Zeitpunkt werden die Anbieter, um noch mehr zu verdienen, die Preise erhöhen. Das heißt, es kommt zu einer Inflation. Wenn die Preise steigen, wird die Nachfrage zurückgehen, also müssen die Unternehmen weniger produzieren. Wenn weniger produziert werden muss, dann brauche ich auch nicht mehr so viele Angestellte. Das heißt, die Menschen werden nach und nach tatsächlich auch hier entlassen. In diesem Moment können die Menschen weniger konsumieren, denn sie haben nicht mehr das Gehalt von früher und wir verfallen in eine Phase des Abschwungs oder der Rezession. In der Depression schließlich liegt die Wirtschaft dann total am Boden. Die Unternehmen sind nicht ausgelastet und die Arbeitslosigkeit ist extrem hoch. Die Menschen, die noch einen Job haben, sind verunsichert. Sie halten sich etwas zurück und investieren nicht ihr Geld, sondern sparen das Ganze lieber. Man spricht dann von einem sogenannten Konjunkturtief. Um wieder Produkte abzusetzen, werden die Unternehmen gezwungen sein, ihre Preise noch weiter zu senken. Das kann aber gefährliche Folgen haben, denn frage dich mal selber, wenn du heute etwas kaufen kannst und in 10 Tagen ist es nur halb so teuer, dann willst du vielleicht noch etwas warten. Das heißt, der Konsum wird nach hinten verschoben. Damit es hier nicht zu einer Abwärtsspirale kommt, braucht es irgendwann den Eingriff von außen, beispielsweise durch eine Notenbank oder durch den Staat an sich. Wenn der Staat also beispielsweise Geld in die Hand nimmt und seine Ausgaben erhöht,
Na, dann werden sich die Auftragsbücher wieder etwas mehr füllen und das Ganze geht wieder von vorne los. In unserem Intro haben wir ja bereits erwähnt, dass auch zu Beginn der Corona-Krise eben hier der Staat reagiert hat und ein Konjunkturprogramm aufgelegt hat. Das Ganze verwundert nicht, denn wenn wir uns die Situation nochmal bewusst machen, geschlossene Läden und viele andere Restriktionen, hätte das vermutlich einen Anstieg der Arbeitslosigkeit zur Folge gehabt und dementsprechend auch nach und nach einen Rückgang des Konsums bewirkt. Der in diesem Video dargestellte Ablauf entspricht dabei natürlich einem idealtypischen. Es kann auch mal vorkommen, dass durch einen äußeren Faktor eben ein Aufschwung oder auch ein Abschwung ausgelöst wird. Beispiele hierfür sind zum Beispiel in den 70er Jahren zu finden, als der Ölpreis extrem nach oben angestiegen ist. Was ist passiert? Die Industriestaaten hatten eine große Rezession. Hingegen zu Beginn der 90er Jahre, als es zur Wiedervereinigung in Deutschland kam, hat das Ganze erstmal zu einem Aufschwung geführt. Aber warum ist denn jetzt eigentlich dieser Konjunkturzyklus für deine Geldanlage so unheimlich wichtig? Nun ganz einfach, in einer Phase des Aufschwungs geht es den Unternehmen gut. Sie machen gute Umsätze und tolle Gewinne. Das heißt, die Unternehmen sind vermutlich auch an der Börse gefragt und die Kurse steigen. In einer Phase des Abschwungs hingegen sinken die Umsätze und Gewinne der Unternehmen. Das heißt, die Aktien sind vermutlich etwas weniger begehrt und fallen im Kurs. Dabei blicken die Börsen nicht auf den aktuellen Stand der Konjunktur, sondern nehmen vielmehr vorweg, was noch in Zukunft kommen wird. Das heißt, es macht für dich keinen Sinn, in einer Phase des Booms noch massiv in Aktien zu investieren, hingegen in einer Phase der Rezession dich von all deinen Aktien zu trennen. Es bleiben also im Endeffekt für dich nur zwei Optionen. Option Nummer 1, du bist einfach immer mit dabei und durchlebst beispielsweise mit einem Sparplan die Höhen als auch die Tiefen eines Konjunkturzyklus. Oder Variante Nummer 2, du bist antizyklisch unterwegs. Das heißt, du kaufst, wenn andere verkaufen und du verkaufst, wenn andere kaufen. Das Problem an Variante Nummer 2, keiner von uns hat eine Glaskugel. Niemand weiß, wann der perfekte Zeitpunkt sein wird, um zu kaufen und zu verkaufen. Mehr dazu wirst du noch im Video zum Thema Börsenpsychologie bei uns sehen. Erfolgsversprechender ist deswegen Variante Nummer 1. Ich hoffe, wir konnten dir mit diesem Video einen guten Überblick zum Thema Konjunktur geben, damit du eben Nachrichten zur Konjunkturlage in Deutschland gut einordnen kannst und dementsprechend die richtigen Anlageentscheidungen triffst. Jetzt sind wir also schon am Ende unseres heutigen Videos angekommen. Wenn es dir gefallen hat, würden wir uns sehr freuen, wenn du ein Like da lässt, den Kanal abonnierst, die Glocke anmachst, denn dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin, mach's gut, ciao!